Sämtliche Produkte, die in diesem Video benutzt werden, Gewürze, Soßen, Öle, Pfannen, sind von der Firma Henslers. Erhältlich unter henslers.shop. Jetzt geht's los. Henslers schnelle Nummer. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Dem beliebtesten Kochchannel auf YouTube, meiner Meinung nach. Und damit wir es wirklich werden, müsst ihr abonnieren. Vielen Dank. An dieser Stelle. Und heute gibt es einen Hacksteak mit gestoften Bohnen. Ach, dafür machen wir zuerst eine Bechamel. Dafür geben wir jetzt Butter in einen Topf und lassen die schmelzen. Butter ist aufgelöst. Jetzt kommt Mehl dazu. Wir stellen sozusagen auch eine helle Mehlschwitze erstmal her. Und jetzt das Mehl einmal ein bisschen durchrösten, ca. 30 Sekunden. Jetzt tauschen wir Kochlöffel gegen Schneebesen und füllen mit kalter Milch, wohlgemerkt, heiße Mehlschwitze, kalte Milch, nach und nach auf und rühren die Milch hier ein. Ja. Schön, das schaut gut aus. Nach und nach, bis die Milch komplett drin ist. Restliche Milch rein. Und jetzt, bei mittlerer Hitze, jetzt ist immer so ein bisschen so ein Wabarspiel, muss man ein bisschen gucken. Es muss natürlich köcheln, ihr müsst aufpassen, dass es nicht ansetzt. Aber jetzt lassen wir es ein bisschen einkochen, dass es dann auch wieder dicker wird. Kümmern uns währenddessen um unsere Bohnen. Wir haben jetzt hier wunderbare, schöne, lange Bohnen. Und die hier oben ist ein Schnuffel. Da scheinen sich ein bisschen die Geister. Wir haben zwei Schnuffel hier. Damit sitzt er ja am Strauch. Das ist oben. Muss man beides abknipsen, kann man sich drüber streiten. Das hier hinten auf jeden Fall. Das vorne, sagen auch manche, könnte man theoretisch dran lassen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber erstmal jetzt hier schön alles abschnuffeln. Danach die Bohnen in solche Stücke schneiden und dann direkt in kochendes Salzwasser, also gesalztes Wasser, blanchieren. Richtig sprudeln lassen. Bechamel läuft, Bohnen kochen. Jetzt formen wir hier unser Hacksteak. Das ist einfach nur Rinderhack, nicht verarbeiten, nicht mischen mit irgendwas, nicht würzen, es wird nur von außen gewürzt. So. Könnt ihr selber so eine Form machen, einfach so eine längliche Form. Und dann nimmt man den Messerrücken, macht da so eine Riefen rein und dann wird das nur von außen gewürzt. So, einmal drehen, gleiche nochmal von hier. Und dann könnt ihr natürlich mit Salz, Pfeffer würzen. Ihr wisst ja, euer Lieblingskoch hat immer das passende Gewürz. Natürlich nehme ich Hackfleischgewürz. Alles dabei, was Geschmack hat, was man braucht. Jetzt hier von außen. Wie ein Steak. Einfach anwürzen, nochmal kurz ein bisschen andrücken, das gleiche von der anderen Seite und dann geht es in die Grillpfanne rein. Dann gehen wir rüber zu den Bohnen. Die haben jetzt knappe 5 Minuten gekocht. Die gießen wir jetzt ab. Für unsere Bohnen habe ich jetzt hier frisches Bohnenkraut. Das kommt gleich auch in die Bechamel. Das müssen wir aber erstmal fein hacken. Die Bechamel hat jetzt die perfekte Konsistenz. So knappe 8 bis 10 Minuten habe ich es köcheln lassen. Dann natürlich Muskatnuss ein bisschen rangeben. Klassischerweise in jede Bechamel, vor allem wenn du Bohnen reinmachst. Denn jetzt unser Bohnenkraut. Und natürlich eine ordentliche Prise Salz. Und, wer hätte das gedacht? Bohnen. Unsere gekochten Bohnen rein. Und jetzt tauschen wir aber wieder zurück zum Kochlöffel. Und lassen das noch mal schön so 2-3 Minuten durchziehen. Dass das richtige Geschmack kommt. Guck mal, das sieht doch geil aus. Oh. Gestofte Bohnen, wie bei Oma. Unser Hacksteak drehen wir einmal. Boah, ist ja wie aus dem Bilderbuch. Gestofte Bohnen mit Bohnenkraut. Was für ein Aroma schon hier in der Luft. Und unser Hacksteak, ich habe das zwischendurch noch einmal gedreht. Oh, guck mal. Träumchen. Guten Appetit. Erstmal die gestoften Bohnen alleine. Oh. Kannst du das hören? Quietschen, ne? Wenn die Bohne quietscht, dann ist sie perfekt gegart. Ist perfekt gegart. 1 plus. Guck mal hier. Oh, guck mal. Schön medium. Geil. Oh. Oh, Hausmannskost Deluxe. Hat mir gar nicht gebucht, ne? Oder? Hat mir da drin? Nee, ne? Kein Hacksteak. Hacksteak hast du nicht geschafft. Warum auch immer?
Kann ich sagen, weil es zu ähnlich zu... Ist eigentlich überhaupt nicht ähnlich, aber weil es eigentlich zu ähnlich zu Frikadellen war. Beziehungsweise Hackfleisch und weiß, wie es ist. Ja, ja, okay. Ja. Vielleicht im nächsten, vielleicht mal im zweiten Teil. Aber jetzt sage ich erstmal zu euch, kocht es nach. Oh, das ist wirklich so, wie es sein muss. Mm, das ist so eine Wohlfühlküche. Oh, volle Emotionsbombe. Geil. Happy Day, hier ist die Einkaufsliste. Lohnt sich wirklich. Und die Einkaufsliste. Hacksteak vom Grill mit gestopften Bohnen. Für zwei Personen braucht ihr 400 Gramm Rinderhack, 500 Gramm Schneidebohnen, 250 Milliliter Milch, 10 Gramm Mehl, einen Esslöffel Butter, Muskatnuss, zwei Zweige Bohnenkraut und Gewürz habe ich mit meinem Henslers Hackfleischgewürz. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.